meine Lieben, da bin ich wieder. Wir haben jetzt den 7. Sommer. Mein Sohn ist aus dem Gröbsten raus und das heißt, meine Frau kann ja wieder arbeiten, ne? Hast nichts zu tun, gerade Zugmunder, ne? Und zwar, mal gucken, die ist ja super im Craften, ne? Das heißt, die, ich glaube, die wird jetzt mal in Grabungsschuppen gehen. Damit wir endlich mal Kalkstein kriegen. So, dann kann die, die Genoveva, ich glaube, die setze ich mal in eine Werkstatt ein. Das ist überhaupt eine gute Idee. So, die kommt in die Schmiede. Werkstatt haben wir ja gar nicht mehr. So, und in der Schmiede, da kann die jetzt mal das Werkzeug für die Leute machen. Und zwar brauchen wir ein paar Fackeln, kann sie mal machen, die kann ich verkaufen. Dann kann sie Steinaxt für den Holzfäller machen. Oh, die brauchen noch einen Hammer hier zum Arbeiten, aber mache ich ja gleich. Und dann kann sie ein paar Steinmesser machen zum Verkaufen. Jetzt kann sie mir ab und zu auch mal eine normale Fackel machen. Dann kann sie Löffel machen, die wollte ich ja auch verkaufen. Und die kann Bowls machen. Wir können ein paar Steinsicheln mal verkaufen, ne? Mal gucken, wie das so ist. So, warte mal, ich gehe mal einmal raus und wieder rein. Dann ist das ja oben sortiert, was wir ausgewählt haben. Brauchen wir noch irgendwas? Schaufel brauchen wir nicht, Bogen, Steinhacke brauchen wir nicht. Nö, den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Fällt mir jetzt so nichts ein. Axt kann ich mir selber morgen machen. Eine eiserne Axt hätte ich mal Lust drauf. Ich glaube, die mache ich mir auch gleich mal. So. Dann haben wir noch ein paar Pünktchen. Dann machen wir noch mal einmal mal Hammer. Hammer mal Fackel. Steinmesser. So sieht das ganz gut aus. So lasse ich das. So, dann mache ich ihr noch mal eben kurz einen Hammer. Huch. Da wollte ich lang. So, dann mache ich dir nochmal einen Hammer. Da brauchen wir, glaube ich, irgendwie... Oh, kann man nur einen machen? Ich glaube, ich muss noch ein paar Stöcke sammeln. Dringendst. So, dann mache ich dir erstmal einen Hammer. Mache ich dir jetzt erstmal, damit du einen hast und loslegen kannst. Und dann wollte ich jetzt im Sommer mal reife Beeren sammeln, damit wir genug Dünger haben. So, packen wir erst das mal da rein. Und dann gucken wir mal, ob sie zufrieden ist. Schmiede. Jo, können sie loslegen. Gut, jetzt gucke ich mal, was macht denn halt unser Olo, Springer Olo. Der macht näher. Der macht näher. Haben wir überhaupt noch was zum in der Näherei? Flachs haben wir ja noch gar nicht mehr, glaube ich, ne? Leinfaden? Noch, scheinbar haben wir noch ein paar Flachshalme. Obwohl, momentan brauchen wir die nicht so dringend. Ich glaube, ich würde den lieber in die Scheune setzen, dass der mal drischt. Weil jetzt ist im Sommer, werden die ganzen Getreide geerntet. Da kann der mal dreschen. So, da kannst du der mal helfen, der Dagmara da. Oh, was habe ich da jetzt eingestellt in der Scheune? In der Scheune. Tierfutter sollten sie ja nicht mehr machen, das hatte ich schon rausgenommen. Weil ich mir Angst habe, dass sie meinen ganzen Hafer und Roggen verdaddeln. So. Dann habe ich ja alles, ne? Dünger soll er machen. Keine Ressourcen. Echt? Haben wir nichts Verrottetes mehr? Oh Gott. Wieso haben wir keinen Dünger mehr? Na gut. Flachs kommt ja jetzt bald. Wird ja geerntet. Das wird ja auch geerntet. Was auf der Stelle hier mal runter? Und machen wir diese alle auf 15. Oder mach alle auf 20%. Weizenkorn, das mache alle auf 20%, das lasse ich so. Wieso haben wir nichts Verrottetes mehr? Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Mit dem Dünger. So, haben wir denn hier noch Dünger drin eigentlich? 45. Na gut, das reicht ja erstmal. Aber ich werde jetzt mal auf jeden Fall... Herrschaftshalter! Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Beeren sammeln. Und zwar einfach zum Vergammeln lassen.
Was machen denn eigentlich meine Beeren in der Tasche? Fällt mir da ein. Ich hatte doch noch... was habe ich denn hier noch alles in der Tasche? Rundholz, Stock? Hä? Schale? Ich habe dir doch einen Hammer gemacht eben, ne? Pass auf, wir machen auch gleich noch einen Hammer. Wo wir den Kram noch in der Tasche haben. So, machen wir erstmal die Taschen leer hier. Dann kriegst du hier noch einen Hammer. If I had a hammer, I'm in the morning. So, die 33 Beeren, die wollte ich aber halten, um zu gucken, ob man da Dünger draus machen kann. Jetzt mache ich mal die mal rüber. Ach, siehst du, Schalen kann die in der Schmiede natürlich auch machen. Ha. So, das kann auch mal rüber. Die kann natürlich auch die Schalen machen. Wo bist du denn in der Schmiede? So, was machst du? Habe ich die Schalen schon eingestellt? Nee, habe ich nicht. So, dann nehmen wir hier nochmal 10% runter. Dann sollen sie ein paar Schalen machen zum... Ja. Oder warte mal, den runter, den runter. Und stellen dem mal einen hoch. Und den noch einen hoch. Ja. So, lassen wir das mal. Mal gucken, wie es hinkommt. So, und ich gehe jetzt mal Beeren sammeln, damit wir nächstes Jahr Dünger haben. Und zwar Beeren und Stöcke brauche ich. Wenn die jetzt so viel Sachen machen soll aus Stöcken, dann werde ich jetzt mal Beeren und Stöcke sammeln. Dass wir das Lager mal voll kriegen. Ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so aufregend. Aber muss ja auch erledigt werden. Und wir haben so viele Beerenbüsche hier so direkt vor der Haustür. Und zwar habe ich mir überlegt, die werde ich gleich mal gleich in die Scheune packen, dass die schneller vergammeln. Im Lebensmittellager halten die ja so lange. Ein paar Beeren könnten wir immer mal ins Lebensmittellager packen, falls wir doch mal so eine Beerenquest haben im Winter. Aber momentan sehe ich das nicht so, dass ich Quest mache. So, da waren da hinten noch ganz viele Beerenbüsche. Und da werde ich auch mal ein paar Stöcke hier wegsammeln. Wenn die da Messer machen soll und solche Sachen, dann braucht die natürlich auch Stöcke. Oh, wo schon mal hier sind, können wir schon mal die ersten Beeren wegbringen. Na, lass den mich mal durch. Ach, vier Verdorbenes. Das ist ja auch nicht die Welt, ne? So. Das geht eigentlich immer relativ fix hier, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch noch mal ein paar Messer nebenbei machen, wenn ich jetzt hier noch ein paar Steine finde unterwegs. Das mache ich auch. Wenn wir ein paar Messer verkaufen können. Ich könnte natürlich auch überlegen, wegen Dünger, ob ich mir ein Schwein zulege. Aber dann bräuchte ich wieder einen, der Schweinehirt ist, weil es ist so ärgerlich, dass man so den Dünger nicht selber sammeln kann, dass man da immer einen eingestellt braucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ziegen hätte, die kann ich ja selber melken und die Milch ernten sozusagen. Aber Schweine und Hühner, da braucht man dringend einen. Das weiß ich nicht, ob ich das will. Und wenn ich Schweine habe, brauche ich ja wieder Tierfutter. Und wenn ich mehr Tierfutter brauche, brauche ich mehr Hafer und Roggen. Und wenn ich mehr Hafer und Roggen ansehen will, brauche ich dann wieder Dünger. Also ist die Frage mit dem Schwein, macht das mehr Dünger dann? Bleibt dann überhaupt Dünger über? Also, wisst ihr, was ich meine, ne? Da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Schwein haben will. Ich meine, irgendwie sind die ja total lustig, die Schweine. So vom Aussehen, wenn die so ins Dorf rennen und rumgrunzen. Aber ich finde das jetzt noch zu früh. Weil, wie gesagt, da brauche ich ja definitiv einen. Und ich würde jetzt lieber gerne so wie diesen Odo, den so als Springer nehmen für die Sachen, die so erledigt werden müssen. Ich glaube, als nächstes Tier hätte ich lieber dann eine Ziege oder ein Schaf. Dann brauchen wir aber erst ein Pferd und da sind wir ja noch ganz weit von weg. Ach ja. Das mit dem Dorf klein halten ist alles gar nicht so einfach, weil ich brauche ja jetzt auch irgendwie 10 Bewohner, damit ich weiterkomme.
Aber will ich das überhaupt? Ich meine, ich kann jetzt, glaube ich, 22 Gebäude bauen, ne? Das reicht ja auch erstmal. Aber ich möchte jetzt natürlich schon auch gerne mal Nachkommen haben. Weil unser Sohn ist jetzt irgendwie 3 oder 2. Wann läuft er rum? Ich glaube, 2 ist er. Oder ist er 3? Ach Gott, komm, guck mal eben. Wie alt bist du denn immer, Rick? 2 ist er jetzt, so. Das heißt, dann sollten wir bald auch mal noch ein Mädel ins Dorf kriegen, damit er später eine Frau zum Heiraten hat, ne? Und sich da nicht im fremden Dorf jemand suchen muss. Oder zumindest jemand zum Spielen hat. Ist ja auch schön, wer ist ja nicht so ganz alleine ist. So ein Einzelkind da im Dorf ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Ist nicht schön. Das ist nicht so einfach. Jetzt macht das Bärensammeln ja für Dünger eigentlich auch richtig Sinn, ne? Dafür ist das echt total praktisch. Die sind schnell gesammelt. Und die müssen natürlich dann auch, müssen die nächsten Frühling so weit sein, dass die vergammelt sind. Also, dass man da Dünger draus machen kann. Wenn sie jetzt in der Scheune sind und nicht im Lebensmittellager, geht das ja relativ fix mit dem Vergammeln. So, packen wir die Schmetter rein. Dieses hier unten ist total praktisch, wenn man draufklickt, zack, dann macht er ja gleich alle rüber. Das ist auch seit dem letzten Update neu. Und dann gehe ich, glaube ich, auch nochmal nach Boro, wo ein bisschen was verkaufen. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch ein paar Steine finde. Könnte ich aus den gesammelten Stöckern noch ein paar Messer machen. Und die vertickern. Bin mal gespannt, was die Genoveva da... Ne, Genoveva ist das, glaube ich, in der Schmiede. Was die heute so kräftig fertig kriegt, während ich hier Beeren sammle. Ob die schon die ersten Löffel oder so fertig hat beim Messer. Ich meine, ihm gesehen zu haben, im Ressourcenlager waren noch 4 Steinmesser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die heute noch Steinmesser macht. Steine müsst ihr haben da, ne? Ich hoffe. Dass sie auch Steine hat zum Steinmesser machen. Aber Stöcke sind halt nicht mehr viele. Vielleicht sollte ich mir ein paar Stöcke jetzt immer hinbringen. Obwohl, in der Kiste, in der Schmiede liegen ja auch noch Stöcke. Kann sie die ja erst nehmen. Müsste sie eigentlich auch nehmen. Ich glaube, die aus der Kiste nehmen sie eher. Also wenn in der Kiste Sachen drin liegen zum Verarbeiten. Das geht aber echt flott voran hier. Diese großen Steine wieder. Ich mag diese großen Steine total gerne. Oh, da sind auch so Riesendinger. Oh, hier sind ja echt einiges an Steine. Ja, so ist das. Ich könnte auch mal überlegen, ob ich eine Jägerhütte wieder baue und jemanden Beeren sammeln lasse im Sommer. Ich finde jetzt irgendwie diese Idee mit dem Springer, finde ich gerade so richtig gut. Ich mal eher drauf kommen können auf sowas. Dass man einen hat, der gar nicht irgendwie fest irgendwo zugeteilt ist, sondern der mal hier arbeitet, mal da arbeitet. Den könnte ich ja zum Beispiel dann auch mal zwischendurch Beeren sammeln lassen. Also nur im Sommer sammelt er halt Beeren. Im Herbst kann er dreschen. Also die Sachen wegdreschen. Und im Winter kann er dann vielleicht den, das ist super gut, den Flachs in der Näherei verarbeiten. Das finde ich gerade richtig klasse, die Idee. Und so fast überladen, aber es macht ja nichts. Machen wir gleich mal ein paar Steinmesser, dann passt das wieder. So. Na, siehst du, schon wieder 8 Messer. Mir ist auch gerade eingefallen, man hat ja normalerweise so nächtliche Wachen, ne? Ich weiß gar nicht, Frauen machen das, glaube ich, nicht. Noch hat das ja irgendwie gar keinen Sinn mit den Nachtwachen. Aber es kommt bestimmt noch, dass da irgendwelche bösen Buben kommen und dass man die braucht. Und ich glaube, das machen nur Männer. War ja damals im Mittelalter so. Also die Frauen ja nicht in der Nacht durchs Dorf gezogen und haben da Wache geschoben. Das war viel zu gefährlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Odo heute Nacht Wache geht. Ich bin mal gespannt. Der mit der Fackel durchs Dorf zieht. Und da hinten sind ja auch noch so wie Bärenbüsche.
Das ist für euch jetzt vielleicht nicht gerade so aufregend. Aber es muss erledigt werden, ne? Hilft nix. Und ich hatte ja geschworen, nicht zu schneiden. Also müsst ihr damit durch mit mir. Machen wir eben noch welche da. Ich kann ja schon mal ein paar Beeren wegbringen. War ich hier schon? Oh, ich liebe diese Beerenbüsche. Sowas hätte ich ja gerne zu Hause. So Haufen Beerenbüsche für die Tür. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Mal gucken. Oh. Na, so langsam. Also 1000 will ich zusammenkriegen. Dann habe ich einmal das ganze Feld voll. Das kriegen wir auch noch hin. Und dann können wir mal losgehen nach Borovo und ein paar Steinmesser schon mal verkaufen. Was ich auch überlege gerade, könnt ihr auch dann mal langsam eine Taverne bauen. Ne? Dann könnt ihr der Odo, der gerade mal Langeweile hat, nichts zu tun hat, auch ein paar Suppen kochen. Der kann ja gut craften. Ich weiß gar nicht, ob die hochleveln, wenn er mal hier craftet, mal da craftet. Oder ob das in einem Gebäude sein muss. Weiß das einer von euch? Also sie werden ja immer besser, wenn sie jetzt eine ganze Zeit lang irgendwo gearbeitet haben. So wie die, ich glaube die Henrika war das, die hat ja schon eine 4 irgendwo. Ob das nur dann passiert, wenn die immer im Gesellgebäude craften oder wenn sie mal hier mal da craften, ob die dann auch leveln. Das werden wir beim Odo mal beobachten. Der irgendwo mal den Craften eine 4 kriegt, wenn der mal hier mal da arbeitet. Was ist das? Stein? Da sind ja auch Steine hier. Wenn ich die ganzen Stöcke jetzt natürlich wieder alles zum Messer mache, dann hat sie in der Schmiede auch keine. Hier scheint die Sonne so schön. Ich glaube, ich muss bei mir mal ein paar Bäume weghauen, dass da auch mal ein bisschen Sonne hinkommt. Schon ein bisschen dunkel bei mir im Dorf. Das merke ich gerade jetzt, wo es hier so hell ist. Das ist auch so schön, ne? Das ist gut, Johanniskraut. Irgendwann brauchen wir das auch mal wieder für irgendwas. Soll ja irgend sowas mit Kräutern kommen. Und dann können wir das wieder sammeln. Ach, diese Stücke sammeln sich aber auch schnell, ne? So, können wir nochmal wieder ein paar Messer hier machen. Oh, ja, das lohnt sich aber echt hier. Ich glaube, die gehe ich gleich mal verkaufen, solange es noch hell ist. Das ist echt total praktisch, wenn man nebenbei Steine sammelt, dann kann man immer die craften und kann man dann hat man wieder was, was man tragen kann. Ist das Überladen wieder weg. Finde ich gut. Obwohl ich mir trotzdem so eine Anzeige wünschen würde, so dieses, so eine Gewichtsanzeige. Also dass es eher kommt, nicht erst wenn man überladen ist und wenn es zu spät ist. So dass es vielleicht vorher irgendwie so grün ist. Und so, dass man dann sieht, wenn du jetzt noch irgendwie 5 Beeren aufnimmst, bist du überladen. Das wäre ja auch realistisch, ne? Man weiß ja auch vorher, wann man überladen ist oder nicht. Nicht erst, wenn man den Stein aufgehoben hat, dass man sagt so, oh, der letzte Stein war ja zu schwer. Dann ändern sie das ja mal. Also hier sind wir schon wieder fast, ja, 200 Taler hier allein an Steinmesser schon wieder gemacht. Also mit dem Geld verdienen ist echt kein Problem. Obwohl, manche Rezepte sind schon echt arg teuer. Ich würde auch gerne mal irgendwie so Bänke und sowas aufstellen, aber... Ach, kann ich ja noch nicht, aber das kostet dann auch alles so viel. Hm? Achso, das ist einer zum Abdingsten. Wie viel habe ich jetzt noch Stöcke? Oh, sind noch einiges an Stöcken. Es geht eigentlich ganz schön schnell, wenn man bedenkt, wie schnell man hier mal so eben 1000 Beeren gesammelt hat. Wenn das mal im echten Leben so schnell gehen würde. So, die nehmen wir jetzt hier noch mit und dann ist gut. Dann reicht es auch. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug für Dünger. Muss mal gucken, ob ich das nächsten Sommer auch wieder mache oder ob ich das jetzt jemand machen lasse dann.
Den ganzen Sommer immer nur Beeren sammeln, ist ja auf Dauer dann auch langweilig, ne? Aber wieder 1000 will ich voll kriegen. Und irgendwie macht es mir auch Spaß. Ich weiß, dass das zum Zugucken vielleicht nicht so Spaß macht, aber das Sammeln macht Spaß. Bräuchte ja einer, wenn einer von uns Spaß hat, ne? Nee, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ihr solltet ja beim Zugucken auch Spaß haben, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwas Spektakuläres machen, nur weil es nicht so langweilig ist. Ich möchte ja eigentlich auch Spaß beim Spiel haben, ja. Hier sind so viele Steine. So, sind wir schon wieder fast überladen. So, ein paar Bärchen hier. Den letzten Bär noch mitnehmen. Dann ist gut. Dann haben wir jetzt 250, dann müssen wir das hinkommen mit 1000 Bären. 1000 Bären wollte ich sammeln. Naja, war da recht. Guck mal, ist noch nicht mal Mittag. Wir haben 1000 Bären gesammelt. Haben wir noch Steine irgendwie? Was sind die zum Abbauen? Kann man ruhig jetzt noch ein paar Stöcke mitnehmen. Hä? Wieso kriegen die nicht? So, dann sammeln wir uns mal langsam zurück. Dann reicht es auch für heute. Mit der Sammelei. Also hier echt, dieses Gebiet gefällt mir nach wie vor richtig gut. Das ist mit dem Bauen halt nicht so einfach, weil alles so schräg ist und so. Aber hier am Ufer ist ja flach. Aber echt, hier ist ja alles vor der Haustür. Stöcke, Bären, Steine, alles ist da. Das ist echt toll. Ich finde das total praktisch, wenn man überladen ist, dann kann man eigentlich super sammeln. Und nicht so durch die Gegend hetzt. So. Ah, dieser Blick hier aus der Scheune. Die Bäume davor könnten wir auch mal wegnehmen, ne? Herzog Monomola, bist du in deiner Arbeit auch schon fertig, ne? Aber ich werde dich jetzt nicht woanders einteilen. Kannst dich auch mal ein bisschen ausruhen. So, dann machen wir noch ein paar Messer und den Reststöcke kriegt sie dann. Dann gehen wir mal was verkaufen. Dann müsste ich auch noch mal heute nach dem Essen gucken, wie das mit denen aussieht. Ob wir noch genug Suppen haben und mal alles in Ordnung ist. Ach, so eine Taverne wäre schon nicht schlecht, ne? Auch noch ein paar Bären mit. Ah, ich weiß nicht. Ich will euch jetzt auch nicht zu doll langweilen. So. Dann kriegst du jetzt hier erstmal die restlichen Stöcke. Ach, Stroh kann ich mit reintun. Kannst du bestimmt auch für irgendwas gebrauchen, ne? Ich muss immer darauf achten, dass hier meine Spitzhacke noch drin bleibt. Komm, ein paar nehmen wir noch. Dann ist ein paar noch. Dann haben wir erstmal wieder einige Zeit Ruhe. Oh, die hier schon direkt vor der Nase sind. Oh, das ist auch echt so klasse. Ich brauche nirgendwo hingehen mit den Bären. Ne? Die haben alle hier direkt vor der Nase. Die paar Büschchen hier machen wir noch und dann habe ich wieder düngertechnisch mal ein bisschen Ruhe. Also wenn ich das jetzt nämlich... ich hatte ja überlegt, ob ich mehr Kohl und sowas anpflanze, damit ich daraus dann Dünger machen kann. Aber zum Kohl anpflanzen braucht man ja auch wieder Dünger. Das ist ja auch nicht sehr effektiv denn, ne? Mit Dünger Sachen anzupflanzen, um sie vergammeln zu lassen, um Dünger zu machen. Dann nehmen wir doch mal lieber das, was hier so kostenlos rumliegt. Und zwar die Beeren. Jetzt machen die Beeren ja auch richtig Sinn, jetzt wo man die nicht mehr verkaufen kann. Ich habe ja erst gedacht, als das Update kam, wenn man Beeren nicht mehr verkaufen kann, wozu gibt es die denn? Aber jetzt so für zum Dünger machen.
ist das genial. Nachhinein macht halt alles, gibt halt alles Sinn, ne? So, die noch ist gut. Dann gehen wir rüber verkaufen. Bring unsere Messer unter die Lote. Gucken wir bei den Nachbarn vorbei. Wo? So. Dann nochmal die restlichen Messer machen. Wie viel können wir jetzt schon wieder? Oh, eins nur? Echt? Na gut. So, 1200. Das reicht schon mal jetzt anderthalb Jahre. Fast. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Wir haben Schleichen bekommen. Nach Borovo. Geht dieser Weg eigentlich hin? Geht der eigentlich genau nach Borovo? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ich könnte ja auf der Karte gucken, ne? Siehst du, der geht doch genau nach Borovo. Warum suche ich denn immer so rum? Sieht ja auch schön aus von hier aus, ne? Hier so die Gegend. Siehst du, jetzt kann ich ganz entspannt hingehen, sonst würde ich jetzt hier schon wieder wie bekloppte Beeren sammeln, um die zu verkaufen. Kann ich mir jetzt sparen, weil Beeren kann man eh nicht verkaufen. Finde ich gut. Jetzt so im Nachhinein. So, wen haben wir denn da so? Ist der Verlieber da auch irgendwo? Hier sind aber viele Leute. Griselda und Niederanka, die hatten wir, glaube ich, schon. Wer bist du? Oh! Zami, was bist du denn für einer? Wow! Oh! Zamia! Ich glaube, ich nehme doch noch einen Mann dazu. Du bist ja echt ein Held. Ey, der kann ja alles. Außer sammeln. Aber sammeln braucht er auch nicht. Das wäre der richtige Mann für meine Henrika. Zamia, sag mal. Schönes Wetter heute, ne? Hast du mal Zeit? Schönes Wetter heute. Das kam jetzt aber überraschend. Ja, der nächste, ne? Zamir, ich glaube, dich will ich haben. Oh, setze ich den schon mal Henrika rein? Das wäre einer für Henrika, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Oh, den möchte ich eigentlich nicht, dass der wieder geht. Ich glaube, den setze ich jetzt gerade mal irgendwo rein. Und baue dann ganz schnell ein Haus und lass den dann umziehen, bevor die sich da irgendwie... Nee, find's nicht gut. Doch, ich finde die Idee gut. Pass auf. Okay. Jetzt ist die Frage, wo packe ich den hin? Aber ein Haus hatten wir ja nicht mehr frei, ne? Die waren alle besetzt. So, im... Ach, wer ist denn hier im ersten Haus? Ist, wohne ich. In dem Haus... Und Dagmara. Und in dem Haus. Und Henrika im dritten Haus. Das mit 91%. Da sollst du rein. So. Haus zuweisen. Und zwar war das das dann. So, was machen wir jetzt mit dir? Komm, dann kannst du mal... Der Scheune mithelfen? Nee, komm, du kannst mal jetzt in der Näherei erstmal gehen, bis mir was Besseres einfällt. So, und ich baue dir jetzt mal gleich ein Haus. Das brauche ich aber immer noch nicht. Zamir, den finde ich ja richtig klasse. Wow. Und dass ich den gleich gekriegt habe, echt genial. Speicher mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwas. Fallibor, wo bist du denn jetzt eigentlich? Wie seid ihr alle zu Hause schon? Ist das schon so spät? Ich habe da ein paar Messer für dich. Guck mal, ich habe 28 Messer gemacht. Zack. Ach, cool. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Jetzt habe ich eigentlich drei Fackeln. Komm, alle können wir auch verkaufen. Noch irgendwas? Nö. Ja, das war's. Ich gehe da mal wieder. So, jetzt, was ist denn hier los? Mädels, kann ich da mal durch? Ey, lass mich hier raus. Oh. Inga, geh da mal weg.
Kannst mal zur Seite gehen. Lass du auch mal zur Seite gehen. Ich will ja wieder raus. Die lassen mich ja nicht raus. Du auch mal. Kannst mal zur Seite gehen. Ach, echt. Ist ja wohl nicht wahr. Lassen die einen da nicht wieder raus. So. Ich glaube, das mache ich jetzt noch schnell. Ich baue dem jetzt mal schnell ein Haus. Das ist überhaupt eine gute Idee. Samir, da bist du ja schon. Mensch, du bist ja schnell. Na? Och, den finde ich ja klasse. Den finde ich ja richtig gut. So, jetzt mal schnell überlegen, wo ich dem Haus baue. Nein, nicht schnell überlegen. Das wenden, dann machen wir das schon mal ordentlich. Ich habe mir überlegt, dass ich hier hinten weitermache. Hier ist ja so flach und ich will ja auch irgendwann mal eine Taverne haben. Ich glaube, ich setze den hier hinten dran, an das andere Haus. Ja, machen wir auch. So, knall ich hier mal die Fichten weg. Die finde ich sowieso hässlich. Fichten mag ich nicht. So, machen wir hier mal Bäume weg. Können sie auch so Rundholz aus dem Lager holen, aber die sollen hier sowieso weg. Federn? So, Schaufel müsste ich doch auch noch in der Tasche haben, ne? Jo. Dass hier mal ein bisschen Licht reinkommt. So. Na, was ist das denn jetzt hier? Wieso habe ich denn hier keine Axt? 1, 2, 3. Oh, ist jetzt auch schon dunkel. Wo ist der andere? Da. Ich möchte eigentlich jetzt möglichst schnell den in Einzelhaus setzen, weil ich glaube, es ist mir noch ein bisschen jetzt zu überraschend und zu früh mit. Verheiraten von Henrika. Dann will ich, glaube ich, erstmal in Ruhe über nachdenken. Ich habe auch überlegt, ob es nicht schlauer ist, die erstmal leveln zu lassen, wenn die so eine 4 haben, weil die Kinder ja die Werte so teilweise auch von den Eltern übernehmen, ne? Und dann wäre das ja schlau, wenn die schon ein bisschen besser sind. Ach, ist mir auch jetzt noch ein bisschen zu früh. So, noch ein paar Steine mit. Machen wir ja auch gleich. So. Das war einer. Und zwar habe ich mir überlegt, ich glaube, ich setze das da hinten an diesem Haus, an dieses Haus dran von hinten. Oder an das Haus. Aber liegen noch Steine rum, die wir mitnehmen müssen? Die können wir mal wegsammeln hier. Müssen wir ja jetzt nicht verschwenden, ne? Ich glaube, ich setze das direkt da hinten ran. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. So, ein Häuschen. Was ist da überhaupt? Geht das hier eigentlich? Ja. Genau, da setzen wir das dran. Finde ich gut. So, jetzt mal schnell umstellen hier. Mal erst das Dach. Letztes Mal habe ich es ja vergessen. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Frau auch schon ein paar Steine gesammelt hat. Dass wir jetzt hier auch Steinhaus draus machen können. Also da kommt die Holzsteintür. Hier kommt ein Fenster hin. Hier kommt auch ein Fenster hin. Und hier kommt eine Wand hin. Da eine Wand. Da ist ja gegenüber das Haus. Da gucken wir ja... Gucken wir mal. Wäre ganz lustig, wenn die sich hier gegenseitig ins Fenster gucken könnten, ne? Ja, können sie sich zuwinken. Oh, hallo, wie geht's dir? So. Hier machen wir noch eine Wand hin und hier kann man aus Wasser gucken. Kommt noch ein Fenster hin. Und oben habe ich schon. Da habe ich auch schon. Gut, kann's losgehen. Na, gucken wir mal, ob wir hier jetzt mal Steine haben. Nee, das sind. Hä? Federn? Wo war da Federn? Hier lagen doch auch so viele Steine rum, ne? Dachte ich. Drückt mich. Ach, vielleicht haben wir auch im Lager ein paar Steine. Ach, Steine sammeln kann ich auch im Winter. Ich glaube, ich hole die aus dem Lager. Ah. Gucken wir mal im Lager, ob die jetzt da überhaupt schon so Steine gesammelt hat und wie das mit Kalkstein aussieht. Wie sieht das überhaupt aus mit Steinen? Oh, naja. Kommt die nicht mehr mit.
Können wir noch ein bisschen was mitnehmen? Ein paar Rundholz brauchen wir noch. Oh, viel kann ich ja nicht mehr tragen, ne? Oh. Ach, können wir da jetzt noch hin? Jo. Ich möchte ihn jetzt eigentlich gleich da noch umziehen lassen. Dass sie sich gar nicht erst groß anfreunden, da Enrika und Zamir. Ach, oder doch, lass ich den doch da. Ach, ich weiß auch nicht. Einiges an Steine. Brauche ich noch ein paar Rundholz, ein paar Steine. Ach, da muss ich doch noch ein bisschen was sammeln. Obwohl, nee, wir hatten noch vor dem Ressourcenlager lang noch Steine in der Wanne. Ist die schon leer, unsere Steinwanne? Ach nee, das ist die falsche Wanne. Da. Da sind doch noch. Da sind ja noch Steine. Obwohl, dann war es das auch mit Steinen, ne? Man muss ja echt mal langsam wieder anfangen, Steine zu sammeln. Vielleicht sollte ich die nicht mal alle zum Messer machen, ne? Ich bin auch blöd. Ich habe die jetzt alle zum Messer gemacht und verkauft. War jetzt vielleicht nicht so schlau. Ach, guck mal, von drin. Jo. Ein Rundholz. Zwei Rundholz. Drei Rundholz. Vier, fünf Rundholz. Sechs, sieben Rundholz. Sieben, das andere war fertig. Ne? Sieben Rundholz und das Dach noch. Ach, siehst du, da geht tatsächlich, da geht da. Wer bist du? Odo. Odo geht Wache. Na, siehst du. Dann machen Männer ja doch Sinn im Dorf. Ah, schaffe ich das heute noch? Leute, ich schrie doch hin. So, was machen die Steine da jetzt wieder rein? Die gehen da wieder rein. Das geht da rein. Das geht da rein. Na, geh rein. So. Oh, 21. Wo wir eins legen, machen wir zurück. Dann brauchen wir da noch vier von. Das heißt, zwei mehr, dann brauchen wir noch neun Rundholz. Wenn ich mich mal nicht wieder verrechnet habe. Ja, neun Rundholz. Dann machen wir aus zwei, machen wir Bretter. Ne, ein weiter. Halt, dahin. Zwar brauchen wir zwei. Und dann müsste das Haus fertig sein. Und dann lassen wir den Samir da gleich einziehen. Und freuen uns. So. Auf geht's. Ah, ich freue mich. Also, das war jetzt ja so eine Überraschung mit dem Zamir. Ich habe auch nicht mitgerechnet, aber der hat so gute Werte. Das wäre total bekloppt, den nicht zu nehmen. Der hat fast überall dreien. Also, der kann ja alles. Den nicht mitzunehmen, wäre bescheuert gewesen. Obwohl ich ja erstmal nur Frauen haben wollte. Aber da wir ja nicht so viele Leute haben, haben wir ja diesen Luxus, dass wir wirklich jedem ein einzelnes Haus bauen können. Finde ich gut. Ich glaube auch nächste Jahreszeit müssen wir mal wieder reparieren. Das war eigentlich, das glaube ich, beschädigt auch schon wieder. Jetzt habe ich doch verrechnet. Ey, wie doof kann man denn sein, ey? Den hier. Auch noch einen für den Hammer. Liegt hier irgendwo noch ein Rundholz rum vielleicht? Da liegt noch eins. Hä? Wieso liegt der in Rundholz rum? Ach Mensch, komm. Die Fichten sollen ewig. Wieso habe ich mich denn dann schon wieder verzählt? Das ist mir echt langsam peinlich. Dass ich scheinbar irgendwie nicht zählen kann. Aber irgendwo eine Feder eben.
dann mache ich jetzt hier nochmal hier ein Hämmerchen. Wie kann ich ein Hämmer? Ich kann Stöcke. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich hatte doch eben so viele Stöcke. Achso, die habe ich weggelegt, ne? So, Hämmerchen, Hämmerchen auf die 3. Wo ist das Haus denn jetzt? Da. Da? Da? Töng. Ich finde das total lustig, dass sie sich hier so, dass sie das Haus durchgucken können, ins nächste Haus. Eigentlich müsste man da gegenüber jetzt auch noch wieder ein Fenster machen. Bei dem da. Dann kann man so einmal quer durchgucken. Ist das nicht in Dänemark und Holland? Oder wo machen die das so? Wo man so durch die Häuser durchgucken kann. Ich glaube, in Holland, ne? Die Holländer machen das, glaube ich. Warte mal, wenn man das jetzt wäre, dann... Da ist ja sogar ein Fenster. Nee, war das mal? Ist das das Fensterhaus? Ja. Kann ich so, hallo, wie geht's dir? Stimmt, da gegenüber, aber das ist, das steht ein bisschen höher, deswegen kann man da nicht quer durchgucken. Finde ich echt total lustig. Entschuldigung. Ich mal kurz an deinem Haus war. Oh, ich hätte jetzt hier so gerne ein Lagerfeuer. Die setzen sich da jetzt nicht hin, weil da kein Steinlagerfeuer ist. Aber das kann ich ja noch nicht. So. Zamir, du ziehst mal ganz kurz um eben in das neue Haus. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, Mitbewohner, mit, außer meiner Frau. Und die alle im einzelnen Haus wohnen. Finde ich irgendwie gut. So, und ich könnte immer noch 7 Gebäude bauen. Obwohl die alle einzeln wohnen. Das finde ich echt klasse. Aber der Zamir, der hat schon super Werte, ne? Der ist echt klasse. Außer jetzt hier Survival. Aber Survival braucht irgendwie nicht groß. Braucht man ja nicht groß. Hier, der Odo könnte mal Beeren sammeln. Nächsten Sommer. Der hat Survival. Ich glaube, das braucht man da. Das finde ich richtig klasse. So, dann kann der jetzt den Leinenfaden vernähen. Näher rein. Das hatte ich doch noch eingestellt, ne? Näher rein. Wollen die eigentlich da auch irgendwas? Nö, ne? Beschädigt. Oh, das nächste Jahreszeit mal ein bisschen repariert. Nö, Leinenfaden. Ja, ist noch was da zum Verarbeiten. Die Frage ist auch wirklich, ob ich mal mein Leder verarbeite. Momentan fällt mir nichts ein, was ich so machen könnte. Dann könnte ich halt ein paar Taschen verkaufen. Ich würde doch gerne mal irgendwie was nähen. Hier so eine Weste hätte ich gerne, aber da bin ich noch ganz weit von weg. So, selber zum Anziehen. Handschuhe hatte ich doch schon freigeschaltet. Hatte ich Handschuhe schon freigeschaltet oder wollte ich das nur? Wollte ich, glaube ich, nur, ne? Wo sind die Handschuhe ganz? Ne? Schuhe? Stiefel? Mütze? Wo sind denn die Handschuhe? Da. Lederhandschuhe. Oh, die brauchen auch Leinenfaden. Ist auch nichts, was ich so automatisch nähen lassen kann. Weiß ich jetzt auch nicht. Mir hier mal ein paar Beutel macht, aber nachher macht er zu viele Beutel. Nee, die nähe ich mir dann selber, wenn ich den haben will. Ich glaube, ich lasse das so. Der soll erstmal nur Leinenfaden machen und dann überlege ich noch. Obwohl, ich glaube, wir haben richtig viel Leder. Ne? Wie viel braucht der? 3 Leder, komm. Machen wir mal 5%, 10% an Taschen. Dann machen wir mal ein paar Taschen, dann kann ich die verkaufen. Ist das Leder jetzt auch nicht ohne Ende sammeln. Ich jage ja irgendwann wieder und dann gibt es ja wieder neues Leder. So, das war das. Und jetzt ab ins Bett. Und morgen wird mal repariert hier. Ist ja alles ein bisschen kaputt. Ah, na gut. Oder so. Fast wäre ich noch ins Bett gekommen. Guten Morgen. Fackel aus. Okay. Es ist jetzt... Herbst. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.